Hallo! Den hau ich wirklich irgendwann mal eine aufs Maul. Also dann ein herzliches Willkommen zum Stream, während wir hier ihr Stream. Geräusche eines sterbenden Nexts hört, der definitiv nicht offiziell sterben wird, inoffiziell aber weg ist. Ja, so ungefähr. Wenden wir uns jetzt mal einen Stream zu. Einem hyperaktiven Link. Auch genannt Nextlink. Wir wollen heute Ganon eine aufs Maul geben. Und Na, nach deswegen. dem letzten Chaos-Stream. Ja, das war wirklich Chaos-Stream. Das war Probleme über Probleme, weil wir. Wie soll ich Weil sagen? einfach alles scheiße ist. Ja, das ist einiges hier scheiße gelaufen. Da sind wieder Fliegomatzos. Nee, ich glaube, du musst gar nicht hier lang. Da waren wir dann durch. Ich weiß gar Ach nicht, ob du stimmt, jetzt wir in der hatten das ja Mitte. schon gemacht. Ich kam Ja, eigentlich in die Mitte, ne? in der Mitte, da kommst du jetzt rein. Ach. Fix das auf. Darf man das sagen hier auf Twitch? Ja, oder? Weiß nicht. Ich weiß es Ich auch weiß nicht. nur, ich war gegen Ganon richtig verkacken, deswegen machst du den Endkampf. Ach Für ja. etwaige hunderttausende Räusperer tut's mir leid, ja, ich bin noch ein bisschen krank. Also, er meint, er ist körperlich krank. Krank im Kopf war ja schon immer. Ja, das kann ich, das ist normal. So, wo ging. Chat leeren will ich nicht. Wo kann man dir mach separates Fenster für Chatty? Chatty, das Chat. Ich geh. Für den Chat. Ach ja, Pop-out, jetzt habe Pop-out, ich's. ja. So, gut, weil dann machen wir hier Chat. Da, das da. Oh, das läuft dann. Jo. Ich musste bei Gelegenheit mal ein Video zeigen, das ich ganz interessant fand, nämlich so Bugs in Glitches in Zelda Twilight Princess. Hey, ich hab den Fangstoß gemacht. Bin ich nicht gut? Ja, der Move ist einfach geil. Alles klar, kein Problem. Wir gucken mal, ob wir Ganon Vor die Maske matchen können. heute fisten. Okay. So, ja, Ich glaube, du brauchst einen doppelten Enterhaken. keine Herzen? Aber Rubine. Ich gehe erstmal aufs Podest. Was? Was ist denn das? Ach, die Notification. Wir haben Notification. Ja, von deinem Ansagetext. Wo knall ich denn das mal hin auf Y? Jo. Die Karte! Die Karte. Oder auch nicht. Nee, der Kompass. Kompass, cool. Wir wissen jetzt, wo alle Schätze sind. Wir wissen nur nicht, wie die aussehen. Ach Quatsch, ich drücke immer die falschen Tasten. Ja. So, Mann. Ich hoffe, ich komme klar. Du kommst klar. Mit meinem Leben halt. Ich glaube, das wird schwierig. Gehen wir halt erstmal dahin. Ich weiß noch, hast du den Endkampf mal gegen den Drachen gesehen? Ich kenne ihn. Ah, du kennst ihn. Zufällig, ja. Ich habe das Spiel zwar nie gespielt, aber ich habe das mal auf YouTuber irgendwo gesehen. Ah, okay. Ja, weil den Endkampf. Och nö, Was? Oh, soll ich den machen? Weil die habe ich, glaube ich, noch wen mächtig in Erinnerung. Ui. Also ich habe, glaube ich, aktuell immer eine Notfallfee dabei. Hui. Also es ist immer so ein Millimeter, wo dann schon noch sein Schild zählt. Au! Ich schaff das. Ach ja, genau. Das sage ich jetzt What? nicht, weil das ein völlig anderes Thema ist. Ich würde dich nur da verwirren damit.
Alter! Du hau rein, Mann! Hau rein! Was? Hat ein Wind riesig schwer nach dir geworfen, Alter! Wollte er gerade nach dir treten? Ja. Habe ich erstmal getreten. Also ganz ehrlich, ich glaube, ich habe mich schwerer getan. Ich habe schon mal gegen die gekämpft, ich habe mich schwerer getan. Ich bin ab und zu, also die ersten 10 Minuten gehen und danach hört's auf. Okay, also dann gibst du mir jetzt am besten. Nee, was ich eigentlich sagen wollte vorhin. Ich habe mal ein Spiel gefunden, das würde super zu uns passen. Auch für den Kanal her. Ich glaube, ich sollte die Fackel anmachen. Kannst ist das hier eine? Keine, das ist ein Kelch eher. Aber ich weiß nicht, ob da Öl drin ist zum Fackel anmachen. Weil wie... Fahrhass, wie komme ich sonst da hoch? Ja. Warte mal. Ja, schau mal, was... Hier geht eine Plattform hoch. Ja. Also, hier ist aber Fackeln. Ja, aber wie kannst du die anmachen? Na, du hast doch eine Lampe. Scheiße, ja. Wie kannst du die anmachen? Wie mache ich eine Fackel an? Mit der Lampe. Ah. Ich fühle mich gerade verarscht hier, ganz ehrlich. Ich fühle mich verarscht. Ah. Ja, aber ganz hinten diese Ding muss ich glaube ich auch noch anmachen. Ja. Oder? Nee. Ach nee, das war zum Nachfüllen. Oh lol. Das ist das Nachfüllpack. Ja, dann ist die Frage, aber da muss ja hier noch irgendwo was sein. Ja, muss man halt mal schauen, wo eine fehlende Lampe ist. Vielleicht da hinten. Wo da hinten? Ja, hinter der Plattform. Warte mal, ich tu die erstmal weg. Ja. Nö. Vielleicht musst du eins ausmachen, keine Ahnung. Ja, wie ist die Frage? Ja, du hast doch einen Sturmboomerang. Ah. Das kann sein. Wow. Ernsthaft jetzt? Really? Das habe ich nur aus Scheiß gesagt, Mann. Ja, die Frage ist, wie geht's dann hier weiter? Ich, ganz ehrlich, ich glaube, du musst es... Nein. Was? Angel? Das war die Angel. Nein. Was denn? Ich glaube, du musst das andere erst wieder anmachen. Ja, wie denn? Ach so. Ich dachte gerade jetzt ernsthaft... Ja, mein Gott! Das ist... Hallo, ich bin... Na? Sind die 10 Minuten etwa schon vorbei? Ja. Okay. Ja, und dann stellst du dich da drüben hin. Es reicht doch, wenn du da runterspringst, oder? Du musst ja nur von der Ecke aus. Du kannst dich doch bewegen, oder? Junge... Das ist total umständlich, wie wir das hier machen. Jetzt hat. Nice. Aber es funktioniert. Und er hat die Lampe hingestellt. Lampe, genau. Und du hast jetzt 50 Rubine, was für ein Scheiß. 50 Rubis! Ist doch beknackt, ey. Echt mal. Knackarsch. Toll, wir können nicht mehr als 1000 Rubine dran, ist beschiss. Warum? Wie stecke ich denn die wieder weg jetzt? Weglegen. Ah, danke. Ja, stand auf dem Bildschirm. Oh mein Gott. Also wie gesagt, den Endkampf mache ich nicht. Ja, das mache ich. Oh, was sind das? Ich wollte sagen Boblins? Nee, wie heißen die? Hexen? Gesichtsfressen? Keine Ahnung, weiß ich jetzt auch gerade nicht. Hey Jungs, ich will nicht kämpfen, ich will nur angeln. Ihr wollt's ja wieder nicht anders. Ich sag nur, sie sind Gesichtsfressen. Gesichtsfressen? Du bist aber auch heute wieder galant. Oh nee, ist verschlossen. Das ist ein Gitterstäbe. Du bist mit dem Kopf gegen Gitterstäbe. Jetzt ist die Frage, warum? Was kann ich. Warte mal, hier, der Nagel. Was, Nagel? Ja, die Gemälde hier. Ja, ach nee, die Nägel sind normal. Ach so, ups. Vielleicht kannst du es trotzdem machen, du hast Pfeile davor bekommen. Pfeile? Ja, Pfeile. Was soll ich damit jetzt machen? Ja, ja genau. Ein
Natürlich. Natürlich. Wow. Einer von den Schaltern ist es, oder was? Ja. Und ich habe genau den richtigen. Ja! Wow. Deine 10 Minuten sind noch nicht vorbei, ich merk's. What? Mann, bist du leise, okay. Ja, gut, stell mal. Au, au, ja. Du musst jetzt gegen den kämpfen, oder? Gegen beide. Ah, beide? Ja, weil einer nicht gut genug ist, oder was? Toll, die Einstellung fürs Mikrofon wurde zurückgesetzt. Kein Wunder, dass wir so leise sind. Danke für den Tipp. Tim. Tim? Ja. So, ich hab's mal auf 130% gerade gemacht. Oh! Ja. Nicht dafür. Ja, danke auch. Wow. Ich sollte... So. Au! Ich hol gleich... So, ich tue es mir nochmal wen lauter auf 140%, denke ich mal. So, tue ich das andere aber auch runter. Meinst du, die Schildattacke bringt da was? Probier's mal aus. Das bringt nix! Moment, ich stell mich mal hier hin. Okay, stell dich hin. Ich stell mich mal hier hin. So, ich hab... Was ist denn das? Hier unten, ne? Ja, ZL, glaube ich, oder nee, ZR. Egal was es war, es war irgendwie gut. Keine. Nein! Ich glaube, Schildattacke bringt nichts gegen diese. Einerseits gegen diesen. Das Problem ist, ich würde die gerne trennen, aber ich schaff's einfach nicht. Warte mal, ich habe einen blöden Vorschlag. Hol Brumm und werf die einfach zu denen. Obwohl. Ich glaube, ich bin von Breath of the Wild verwöhnt. Da kannst du die Bomben fernzünden. So ist es schon besser. Ja, okay. Wenn das besser ist, dann ist es besser. Oh. Oh, fuck. Warte mal. Soll ich die übernehmen gegebenenfalls? Ja, komm, wir probieren das mal. Ey, das war jetzt so ein Spaßvorschlag. Das mit dem Fernzünden fehlt mir echt. Behalte die ein bisschen, behalten. Ja, klingt gut. Was? Kein Effekt? Alter. What? Also wie gesagt, ich... Was haben wir noch für Möglichkeiten? Wie gesagt, eine Notfallfee habe ich noch. Ich habe noch einen Suppentrank, der für obwohl. Warte. Geh mal ins Item-Menü. Wo habe ich das? Unten links das. Morgenstern, der macht dich weg. Aufpassen, der macht dich langsam. Oh, verdammt. Ich dachte, der wäre besser. Nein! Aber du... Oh Gott, ey. Oh, oh. Was denn? Ich weiß leider auch gerade nicht weiter, wie man das am besten handeln sollte. Ich hasse diese Gegner nämlich selber. Der Toll, der hat sich das Spiel zur Seite geglitscht, mehr oder minder. Yay! Oh. Fuck.
Also ein Alter, das ist. Soll ich mal übernehmen? Nein! Okay, gut, dann machst du das. Okay, das war meine Notfallfee. Okay, ich übernehme mal. So. Terron is on the way. Ich weiß nicht, ob ich besser spiele, weil ich habe das jetzt auch schon ewig nicht mehr gespielt. Schlimm. Ja. Ja, es ist halt irgendwo, also normalerweise verwundbar, wenn du hinter ihm bist, klar. Aber auch Ja, das wenn er kannst du überall, ausgeholt, sind die unverwundbar, nee, die. wenn er ausgeholt hat und dann dahinter und dann kannst du dann normalerweise Hey, komm! das größte Problem ist, die genau, jetzt! Knall ne weg, die Sau! Komm! Der hat sein Schild schon mal weg. Jawohl! Was? Der hat gerade scheiß Streitkolben nach mir geworfen. Na, Das war unfair. komm, gib Gas. Was heißt Gas? Okay, jetzt kann ich das aber machen. Nee. Nein, kann ich nicht. Pass auf. Was heißt hier Renn pass? hinter den jetzt und knallne weg. Jetzt! Knallne weg! Der hat mich weggeknallt, der Wichser. Junge, die Sache ist die. Dahinter, jetzt, komm, weg mit dir, du elendiger. So, komm, einer weg. Gut, Man den mache muss ich jetzt mit. ganz klar sagen, meine Vorarbeit, das sind Herzen übrigens, meine Ja. Vorarbeit hat nur das ermöglicht. Ganz klar, ich habe das gut gemacht und der wirft seinen Streitkolben. Ja, weiß ich. Really? Nein, das war nur geraten, Mann. Jetzt So, ist Mann, endlich. Zapfenstreich. Oh. Mach weiter. Bis du an eine Hey, Stelle ich habe einen kommst, wo es nicht. orangen Rubin. Was ist ein orangen Rubin wert? Was? Orange? Ja, der war orange. Keine Leider Ahnung. geht er nicht mehr, weil wir voll sind. Wichser. Dankeschön. Das war ein richtiger Kraftakt. Einer geht noch, aber zwei. Bei zwei ist schon. Ja. Nein, das interessiert mich gerade nicht. Meine Taschen sind Weißt voll, du, ich kann wie nicht mehr blöd kann Geld. man denn auch sein? Warum kannst du denn nicht diese Scheiß-Rubine einfach. Ups, Entschuldigung, mein Mikro ist viel zu nah. So, warum kann man denn diese Rubine nicht ausgeben? Du könntest doch an diesen einen Typen da spenden. Nö, Spenden und nein, spenden. das ist mir suspekt, der Typ. Ich würde da lieber das Geld in den Fluss werfen, als den Typen zu spenden. Ja, ich merke das. So, ich habe ein Herz. Ich merke das wirklich. Ja, das ist, was kann ich dafür? Der ist mir halt suspekt. Fertig. Da braucht man nicht viel rumdiskutieren. Der ist suspekt. Ja. Du hast Guck doch mal, eine Truhe. eine große Truhe. Und die Tür geht auf. Und Viecher kommen raus. Ja, Mann, naja. Und wir werden beschossen. Naja, wenn es weiter nichts Bobblins. ist. Kleine Bobblins. Ja. Was ist jetzt passiert? Voll ins Face. Nee, nicht ganz. Bombenpräzision. Ey, der Falke war's. Der Falke verschießt Pfeile und wirft Bomben. Ey, der Falke war's. Ey, unsere alten Freunde hier. Bazooka Man. Ich hätte ihn eher Mr. Bombeste genannt. Oh, Mr. Bombastic ist auch cool. Ja. It's Mr. Bombastic. Jo gut, dann holen wir uns He's mal das Zeug. fantastic. Ja. Irgendwie so. Also ich denke mal, da ist der Boss-Key dann drin. Weil Echt? Und speziell dann ist schon aussehende Battle? Truhe. Nee. Der große Schlüssel. Das heißt nur, wir haben einen großen Schlüssel. Ja, ich habe das Spiel ja nie gespielt. Keine Ahnung. Ich habe das vor 10 Jahren, glaube ich, nur gespielt. Ist das Urspiel 10 Jahre schon her? Keine Ahnung. Ich glaube aber so 2006, ja, so rum. Immer. The Legend Aber of kommen wir hier nicht weiter, weil Zelda
Twilight Princess. Dann muss man darüber jetzt auf jeden Fall und mal schauen. Das Ursprungsspiel 2006. Ja. Oh. Haben wir auch noch ein Datum, ein genaues? Hm? Ich weiß nur ungefähr um Dezember rum. Nee, November. 19. Ach, komm. Ich habe es mir aber dann zu Dezember rum gekauft. Das weiß ich nur für den GameCube. Sehr gut. Weil damals habe ich extra WoW pausiert dafür. Oh. Ja, ist ein einfacher Gegner. Brauchst einen Greifhaken, ziehst den ran und dann klopfst du ihn weg, ne? Oh. Immer wenn er sein Schild zeigt. Sei mal so blöd und zeig dein Schild. Ja, danke. Was? Was war das jetzt? Hey, du brauchst mal eine Greifhaken-Extension. Ich hasse dich! Oh, so, ich hab... Weißt du, Frauen klatschen sich Extensions, was weiß ich wohin, und du brauchst eine Greifhaken-Extension. Ich mag den nicht! So, hier. Ach komm, Spiel, willst du mich verarschen hier? Nur echt bei ihrem Hyrule-Store. Ja, komm, jetzt. Ja, aber jetzt. Vor allem hat es nur so ausgesehen aus der Ferne, oder hat er am Körper irgendwie, hast du ihn berührt und nicht am Schild mit dem Greifhaken? So, hier. Ach komm, ich hatte Stiefel an. Ich hatte Stiefel. Schön aus Eisen. Und das ist eine blöde Stiefelettchen. Ja, Stiefelettchen von mir aus. Aus Eisen. Der zieht mich nicht dran. Ich zieh ihn her. Das ist Gesetz. Oh, herrlich. So, Knall ihn weg. Aber nicht auf der sexuellen Art. Boah, ey. Ups. Ein kleiner Schlüssel. Ja, den gebrauchen wir auch hier gleich. So, schauen wir mal kurz nach. Eieiei. Genau, stelle ich ins Bild. Jo, dass ich von meiner Chiller-Pose hier gar nichts sehe. So, gut, dann gehen wir eigentlich da hoch. Ja. So, mal rein pro forma gefragt, ne? Nein. Hast du geladene Ersatzakkus? Nein. Muss man die da vorne schauen? Nein, ich brauch sie nicht, aber ich frag nur. Ich will dich aus dem Konzept bringen. Ja, da hast du erfolgreich geschafft. Boah, ey, du hast die beschriftet. Seit wann ist denn das? Das ist schon länger. Glaub mir, das ist seit ein paar Monaten schon drauf. Ah, nein. Doch. Nee, das letzte Mal, wo wir den Carstream gehabt haben, war das noch nicht, oder? Doch. Alaber doch nicht. Ja, unser werter Freund Carsten hat hier schon länger gestiftet. Echt? Ja. Krass. Was ist... Alter, der Boden hat Lücken. Ja. Ach komm, nee. Nein. Schön. Geil. Nein. Ich glaube, ich übersteuere jetzt mittlerweile mehr, anstatt irgendwas anderes. Nein. Das ist doch schön. Ich hasse das Spiel jetzt schon. So. Ich gehe als Wolf. Wischen. Ach wie, was bist denn du für... Oh ja, ach so. Der zeigt mir den Weg. Der zeigt mir da den Weg. Der zeigt mir hier den Weg. Du zeigst mir hier den Weg. Siehst du mal. Du zeigst. Du kennst dich doch schon mal gut aus. Ja, mit der Woofy Vision. Mit der Woofy Vision? Ja. Schaffe ich das? Das ist falsch. Ich wollte du wirst gleich den Abgrund runterfliegen. Nein, werde ich nicht. Nein, werde ich nicht. Ich bin nicht in den Abgrund runtergefallen. Schön. Okay, ach wie. Ach, wie? Ja, hallo, wir sind hier auf den Spuren zum Endboss. Ja, guck mal. Auf! Was sollte das? Dir war doch ursprünglich mal ein Ticken langsamer. Guck mal, eine Schwertklinge. Wollt ihr es noch länger angucken? Anscheinend nicht. Puff, in your face. Ja, anscheinend. Ich habe die langsame Erinnerung gehabt. Nicht so, oh ja, Schlitzi, tot. Ja, nein. Oh, toll. Ich muss doch wieder Wolf sein. Die Wolfsreiterin. Nur echt. Und mit Pavol gewaschen. Wie soll ich denn jetzt hier hoch? Oh Gott, ich schau mal kurz. Greifhaken? Ja, Greifhaken. Wobei eigentlich... Ich schau trotzdem mal. Greif it. Kannst du da unten noch was aktivieren? Ist da wieder ein Bild? An der Wand? Ja. Warte mal, kann man das auch hier so machen? Nein, glaube ich nicht. Das wäre lustig aber gewesen. Glaube ich nicht. Vielleicht kannst du dich auch anfackeln. Mit der Fackel. Schauen wir mal. Zumindest das, wo du jetzt hinguckst. Also, wo wir jetzt hingucken drauf. So war das jetzt nicht gemeint. Wenn dann... Versuch das mal anzufackeln.
Dann müssen wir ein bisschen wachsen zum Fackeln. Schade. Ja. Fackel mal nicht lang. Also, als ob der das. Oder was ist denn das da? Ja. Nee, das ist irgendwie so. Ein Schalter. Ach, warte mal. Bombenpfeile. Oh, Mr. Bombastic. Ja, wenn dann oben. Ja. Oben an diesen. Nee. Probier mal hier, nee, rechts, runter, links, zwischen den Bannern, genau da. Weil irgendwas musst du ja hier aktivieren. Ja. Hä? Außer ich probiere jetzt einen Sturmboomerang, wenn ich einen Fan. Ey, das könntest du machen. Ja. Nö, ist nix. Vielleicht weiter oben noch? Nö. Egal. Also zu sicher gehen? Nö, da passiert nichts. Nö. Obwohl, warte, ich hab's. Wow. Ja, aber ich hab gemerkt, da ist ein Gitter dran. Es ist ein fucking Gitter, war's. Ein Gitter. Von Brigitte. Ein Gitter von Brigitte. Ja. Von Gitter, keine Ahnung. So gut, ich bin oben. Ich merk's mir diesmal. Ihr seid schneller. Ich versuch's immer nur das Gleiche. Hallo. Hallo, ich will euch meine Klinge zeigen. Mein Name ist Link. Ich bin rechts. Was? 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 Mein Was? Name ist Link und ich bin rechts. Das. Nee. So, Oh, du brauchst Kreisel. Ein Beyblade brennst. Kreisel. Das ist ein Beyblade. Was? Ich bin dumm. Schön. Ich bin dumm. Das kann ich so bestätigen? Nein. Die ist gelogen. Nein. Ich bin nicht runtergefahren. Warum fängst du nicht gleich links an? Was? Warum fängst du denn gleich links an? Kannst Weil du es beschissener ist zu erreichen. Ja, mach doch, da hast du aber länger deine Ruhe. Ja, guck mal, da ist gleich Abgrund und Ecke, da ist ein bisschen Treppe und. Oh, naja, dann mach wie du willst. Boah, knapp, ey. Das ist Profi-Werkzeug hier. Ah, toll, das sind wir schon. Boss-Raum. Really? Ja, really. Also den einzelnen würde ich auch noch fertig machen. Gut, Challenge accepted. Wobei, das ist ein goldener. Ist das nicht je höher? Ja. Nee, ich will nicht. Ich will mich wegporten, bitte. Tut mir leid. Aber das ist mir vorhin halt auch genauso passiert. Als ob denen sein Schild da hinten noch wirkt. Ja, das ist wie so dieser berühmte 1 Millimeter. Fuck you! Was? Das ist Verzweiflungstat jetzt gewesen. Du willst ihn anfackeln, oder wie? Ach, komm. Wie jetzt? Das Schiebung, Schiri, echt. Nein, bitte. Alter,
Das kann doch nicht sein. Entschuldigung, ich bin total tiefenentspannt. Mit Niveau. Weißt du, der Anfang läuft so unglaublich. Ja, manchmal die Steuerung ist zum wahnsinnig werden. Nee, nicht deswegen. Also bei mir ist es meistens so. Ja, was? Das Schild ist halt einfach 360 Grad No-Scope. No-Scope-Fall. Quick-Scope, was auch immer. Aufpassen, aufpassen. Ja. Wie jetzt? Das Schwert ist auch 360 Quickscope. Quickscope Schwert. Oh Gott. Quickscope Unlimited, so. Gut, sammeln wir die Hatschen auf. Oh Gott. So, kriegen wir hier noch eine Fee? Das weiß ich gerade nicht. Also, was ich jetzt auf jeden Fall mal mache, Speichern. Ja, speichern. Weil wir werden so fatal verkacken. Ja, das sowieso. Easily. Bitte betätige den Powerschalter. Okay. So, fortsetzen. Okay. Also, weil dafür haben wir jetzt keinen kleinen Schlüssel mehr. Also gehen wir da rein. Ach so. Ja. Es gibt ja nur eine Richtung. Wie viel Phasen gibt es? Drei? Vier? Eins, zwei. Vier? Ich habe das vor 10 Jahren gespielt, aber ich weiß, es gibt noch 4 Phasen, kein Problem. Und ich fand ja, ich glaube, die zweite Phase fand ich halt so fucking geil, also ich habe mich da echt halb eingeschissen damals. Ich weiß gar nicht mehr, war das auch, wo es ihn als Puppenspieler gab, so und so? War das? Nee, das war, Oder war das Wind Waker. Ach, das war Wind Waker, siehst du? Ja, da ist so. Weil da war Bestie, Puppenspieler und was ist ich? Spinne. Spinne! Und Raupe, glaube ich, noch. Kann sein. Weil da weiß ich die Bossform gar nicht mehr so. Also die erste würde ich überraschen, glaube ich. Als Statue? Nein. Nein. Zelda! Seid willkommen in meinem Palast. Du bist also dieser Ganondorf. Weißt du, was wir machen? Wir rasieren den. Sein Bart ab. Ja, jetzt auf der Bart wird jetzt abrasiert. Jetzt wird rasiert. Wie schön, dass man sich endlich kennenlernt. Ihr lächerlichen Schattenwesen. Die Göttinnen wolltet ihr besiegen mit eurer Kraft, die dann so kräftig doch nicht war. Entschuldigung. Mir hat das nur genützt. Die Schmerzen, die euch widerfuhren, nährten meine Macht. Und es war euer Zorn, der mich zum Leben erweckt hat. Was eurem Volk gefehlt hat, war ganz einfach Kraft. Die absolute Kraft, die den Auserwählten der Göttinnen vorbehalten ist. Nur der diese Kraft besitzt, ist würdig, König aller Könige zu sein. Du bist so arrogant. Wenn du denkst, du bist der Auserwählte, der über die absolute Kraft verfügt, dann werde ich dir trotzen mit allem, was mir zur Verfügung steht. Die Schatten fühlen sich gebunden durch die Kraft des Lichts. Wie äußerst amüsant. Nun gut, versucht nur.
mir zu trotzen, wenn ihr könnt. Stellt euch mir entgegen, mit eurer Freundschaft und mit euren sogenannten Werten. Ha! Schon scheiße, oder? Oh shit! Wie töricht, gegen einen König zu rebellieren, der über Licht und Schatten herrscht. Aber sei es, so spürt den Zorn des Königs am eigenen Leib. Katzi! Ach, keine. Ach, hier, Ganons Marionette. Ist die blau? Die ist Avatar. Ich habe gerade an was anderes noch gedacht. Aber ja, blau und stimmt. Boah, das sah fast schon zu knapp aus. Bing. Der erste. Bing. Ja, stimmt auch. Bing. Bing. Oh, der war zu knapp. Hüpf und roll und hüpf und roll und hüpf und roll. Oh. Oh, ach so. Fang und den Ball. Nein. Ja, fang ihn. Fang den Ball. Nein. Ja, hast du wieder. Fang den Ball. Eigentlich nein. Will ich's nicht. Fang den Ball. Nein. Behalt deinen Trick. Fang den Ball. Nein. Jetzt behalt ihn. Ich nein. Hab gesagt, behalt ihn. Behalt ihn. Oh, scheiße. Vor allem, das ist ja erst die erste Runde hin und zurück irgendwie. Und selbst die schon so extrem lang. War das nicht nach 4, 5 Treffer? Multiplizier's nochmal nach mal 3 fast schon. Ich merke mal einfach... Ja, das ist ewig. Also ich kenne das von Ocarina of Time, da war es wesentlich schneller. Ja, eben. Also zu Ende. Aber dem... So, gut. Ja, oder du wolltest nicht hin, oder? Keine Ahnung, was das jetzt war. Das war, ja. Das sah jetzt auch nur so aus, so wie... Wie gewollt und nicht gekonnt, irgendwie so. Das sah jetzt besser aus, ne? Aber ja. Gerade eben, das war echt so wie... Ich will nicht treffen und nein, ich will eigentlich nicht getroffen werden und... Los, hol den Magic Ball Ding raus. Ja, hier ist das doch schon. Hier, hast zurück. Hast oh zurück. Nein! Ich will bitte, ihn nicht. Mit Rückgabe. Ich will ihn doch. Ich will doch ihn nicht. Ich will ihn doch. Du zahlst ich das will Porto. Ihn nicht. Ich will ihn doch. Und... Die Versandkosten. Was eigentlich das gleiche ist. Ich vergreife mich an dir. Ich vergreife mich mit meinem Greifhaken an dir. Ja. Also eigentlich nicht an Zelda, ich will an Gandalf schon ran. Ich möchte tief in dich eindringen. Oh, das hast du gesagt. Naja, Gandalf ist doch ziemlich tief drin jetzt. Der steckt tief in der Scheiße. Ja, das ist so gesehen, ja. Der muss gegen uns kämpfen und der steckt auch tief in ihr drin. Nein! What the fuck, einfach nur! Okay, ich nehme mir mal kurz einen Heal. Gott, das war so. Das hört sich so pervers an, was du sagst. Ich das. Da, oh, mach also, mal FSK 18 raus. Ja, das musst du jetzt einstellen. Ich zock hier. Wo kann man das überhaupt einstellen? Ich habe keine Ahnung. Weiß ich nicht, warum man das einstellen kann. Doch, kann man. Ja. Alter, wir haben schon wieder 2 Achievements bekommen. Also wir haben festgestellt, Twitch hat Achievements, seit wir weg waren und wir kommen nicht ganz damit klar. Nee, nicht so wirklich. Okay, Ping-Pong. Das ist, ich würde dir gerne sagen, das ist Bier-Ping-Pong, aber hier fehlt das Bier. Oh. Die wirkt tief entspannt. Hey, zweifelsohne, es hört sich entweder so an, als ob er gerade im Delirium ist oder er ist wie, im Delirium. Keine Ahnung, einer von Dragon Ball Z irgendwie, der hier gerade dabei ist, voll abzugehen. Und dann rasten sie voll aus. Egal. Vielleicht verwechsel ich noch was. So, wo?
Einstellungen. Oh, schau mal. Das ist jetzt Original Zelda, weil die hat keine blaue Haut mehr und ist kein Avatar. Die pure Reinheit. Nur mit Hanföl von Seidebacher. Willst du hier Werbung machen? Das muss man kennzeichnen, das weiß ich schon. Das Alter, wo kann ich denn das machen? Weiß ich nicht. Warte mal, ich google mal schnell. Okay, dann die hier, die zweite Phase, die hat mir damals ein bisschen Angst gemacht. Ist auch ziemlich heftig. So von der Form her und so. Also deswegen mochte ich die Spiele nie. Einfach weil die Gegner immer so Monster... Ohne Scheiß. Der Hauptgrund, warum ich das nicht mochte, war, weil die Gegner so viel größer sind. Und du als Winzling gegen die kämpfst. Und ich kann die Spiele eh nicht abhaben. So, jetzt. Oh, die Augen leuchten voll. Naja, ja. Augen relativ. Kann ich dich irgendwo anvisieren? Nö. Achso, jetzt war das wieder scheiße, ey. Ah ja, hier ist... So, Einstellungen und dann muss hier irgendwo sein Major Content. Ja, ich darf jetzt raten, wo er kommt. Ja, hier kommt er. Ah, das war mit... Verdammt, das war mit A. Ich habe X gedrückt, weil ich dachte, auf X geht das. Na, egal. Ich kann dir auch später einen netten Gag zeigen. Kannst du machen. Den wirst du lieben, auf jeden Fall. Ah, hier kommt er raus. Und hier, los! Was? Ich hab A gedrückt! Dafür, junge Zuschauer, unangemessen. Oh, jetzt ist es drin. Alter, da ist eine Fee! Da ist eine Fee! Wo denn? Da hinten. Ich hab die Schmetterin. Ich hab sie gesehen! Ich sehe sie da! Hier! Hier! Jetzt bloß nicht einsammeln! Los, hol die Flasche raus! Du Flasche! Ja, ich hab sie! I've got the Fee! Ey, ich dachte jetzt im Moment so, du rennst eiskalt rein und, und ich so, scheiße! Nee, Alter, vergreif dich nicht an mir, du Vieh. So, vier Beine gegen vier Beine, wer verlieren? Der ist abgehauen. Der Opa. Kann ich Sitz machen mit dem? Nee, da kann ich angreifen. Da kommt kann er. Ich wühlen? Da kommt nee, er. Nee, das geht nicht mehr so weit. Guck mal, ich wühle in deinen Thronsaal. Oh, da kommt er. So. Ah ja, ich muss gedrückt halten. Komm, irgendeine Seite muss ich doch nehmen. Komm. Und voll auf die Schnauze. Und jetzt vergreife mich an deinen Bauch. Genau. Jam, 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 jam. Genau, das sind nämlich noch die Zitzen. Oh Gott, nein. Weißt du, je öfter ich bei diesem Let's Play Stream, wie auch immer dabei bin, desto qualitäts- und niveauloser wird es einfach. Ja, auch wieder wahr. Ich will dir da echt nicht widersprechen. Du hast recht. Es wird niveauloser. So, da kommt er. Ja, da kommt er. So, knallne weg. Greifen. Ja, was war denn das, liebes Spiel? Nur weil ich nicht hundertprozentig mittig war? Ja, eben. Au, hallo, der hätte was schon wieder, ey. Wir sind hier irgendwo... Oh nee, der kommt jetzt auf mir zu. Knallne so. Weg. Ich hab ihn! Zur Seite mit dir! Entweder jetzt. Links oder rechts, komm, knallne weg. Dann liegt so. Die Seite, ja. Und verbeiß dich wieder an den, am Bauch. Wie jeder weiß, Wildtiermagen ist das Beste, was es gibt. Wildtierbauch, meine ich. Also ich, so futtern. Ich dachte Gandorfs Bauch. Weiß ich nicht, das gibt's noch nicht auf der Speisekarte. Nur in Hyrule. Ja. Und, oh, das, und das auch nur alle 10 Jahre, weil du ja das Spiel so lang nicht spielst. Irgendeine Seite muss man schon wählen. Komm, darüber. Und down. Naja. Es sei denn, du triffst mal. Ja, ich hab doch ein paar Mal getroffen. Naja, aber da hätten noch 2 Treffer drin sein können. Theoretisch. Ach Gott. Theoretisch. Praktisch. Ich warte nur auf die nächste Seitebacher-Werbung. Nein. Na doch. Nein. So. Nein. Ja, ich hab dich wieder, großer. Großer Körper, aber kleiner Kopf. Ich stell mir das halt echt so vor. Ja, guck mal seine Vorderschenkel an. Stell die sind größer als sein Hirn, als die Bitte. Stell dir mal vor, was? Der hätte den gleichen Körper und den Kopf von Wolfslink. Von der Größe. Ey, komm, der stellt sich dümmer an. Jetzt beleidige Wolfslink. Nein, von der Größe her meine ich. Also allgemein. Schieb ihn weg! Nach links! Okay, links.
So. Komm, das muss doch jetzt mal ein Ende haben. Nein, wenn das jetzt noch ein Treffer war, der gefehlt hat, dann fresse ich mich. Ey, ist aber oft so, oder? Ja. So, du tust den einen vor die Maske matcht und tust und machst und dann stellst du fest, scheiße, ein Treffer hat noch gefehlt. Moment. Wie springen die jetzt wieder von oben? Möglich. Oh, nee, da ist er. Geh weg! Hallo? Wir wollten uns vielleicht in der Mitte treffen. Da ist er noch so wagemutig und so. Oh, okay. No problem. Okay. Ach ja. Schön. Da kommt er. Rechts. Knallende weg. So, hab dich. Links. 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 Für Link. Links. Genau. Links für Link. Ah, komm! Also ich glaube nicht, dass das irgendwie so gut läuft, wie ich mir das erhofft habe. So prinzipiell ja. Du gibst dir schon Mühe, aber könnte besser sein, ne? Weißt du selber? Würdest du mir wohl die Schulnote befriedigen geben? Pass auf, oder ich was? Würde dir Nein. Als Boss Battle Rating bis jetzt von 10 Punkten so ungefähr 3 geben. Nein! Doch, die erste Phase war ganz gut. Und jetzt hat das ist so. Mit den ersten also Hunden ein Schwert oder was? Mit Tieren kommst du so nicht so zurecht, ne? Ich sehe das schon. Den kriege ich halt nicht stumm rein, ist halt so. Deswegen musst du den immer einen vor die Maske matchen und dann auf die Seite hauen. Und dann haust du so lange auf den Bauch rum, bis er sagt: Scheiße, ich muss echt eine Diät machen. Dann muss ich nicht mehr so oft. Dann schimpft er mich auch nicht mehr so oft. Da hilft keine Diät, da hilft eine Knarre. Es ist Ganondorf. Du kannst überhaupt nicht mit Tieren, ey. Das ist du kannst ihn nicht dem Willen ausreiben. Du bist ein Tierquäler. Ich glaube, ich hätte mal die Peter auf dich. Kannst du machen. Soll sich Peter um den kümmern? Peter. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo der ist. Dankeschön. Ach, da kommt er. Da kommt er doch. So, jetzt nach rechts, weil der hat's verdient. Oder links für Link. Doch rechts. Ja. Also, ohne Scheiß, ich korrigiere auf 2,5 Punkte oder Sterne. Ich meine, wenn du den zu Peter schickst, weißt du, was passieren wird? Nee. Der wird die übernehmen und der wird die Welt erobern. Ja, aber die Peter nimmt doch so oder so keiner ernst. Also von daher. Das ist ihm doch egal. Ja, und dann brauchst du. Hallo? Nee. Nein. Du kannst diesem Tier nicht die Weltherrschaft austreiben. Ja, muss ich auch nicht. Ja, was aber guck mal her, weil guck mal, Ganondorf wird seit Generationen verkloppt, in egal welcher Form. Manchmal als Puppenspieler, wie wir gesagt haben, manchmal als hier Wolf, wie auch immer, als Ungeheuer. Alter, mir reicht das hier? Ich korrigiere gleich auf 2,5, von 2,5 auf 2,2, ja? Das wird mir sonst zu bunt. Das ist hier eine triste Gegend. Ah, komm. Das ist halt, Moment. Was war das? Das ist hier eine triste Gegend. Das ist die Begründung. Die muss man sich schon mal genau angucken. Deswegen ziehe ich das so in die Länge. Ohne Scheiß. Das müsste eine eigene Kategorie werden, ja? Boss Battles mit uns. Das ist Comedy pur. Ja, komm, leg dich hin. Bleib leg dich hin, ey. Ich match dir mal einen da unten an deiner Zitze rum. Und dann. Ja, geht doch. Keine 2,2. Okay, wir bleiben bei 2,5. Ich erhöhe sogar auf 2,6. Ich meine, keine 2,51. Also eins ist wohl klar, ne? Wolfslink und Ganon als Dämon haben auf Tinder kein Match. Oder auf, wie ja, heißt Zelda das? Zelda und Ganondorf haben auch kein Match. Ja, ich weiß, aber die versucht es immer wieder. Also er. Er. Er versucht es immer wieder. Er sagt sich, scheiße, egal was die App sagt, ich passe zu der. Hey, wir haben schließlich ein PDA im neuen Zelda. Also sagen wir nicht, dass da keine Apps gab schon. PDA? Ja, hier ist das. Das ist schon wie ein iPad. Ja, ist halt ein iPad. Das ist ein HiPad. Ein HiPad. Hyrule Pad. Oh mein Gott. Hallo Midna.
Prinzessin, ich. Ich muss einen Knopf drücken. Sag jetzt Prinzessin, nicht ich muss einen Knopf drücken. Als Maul. Es war zwar nur für eine kurze Zeit, aber euer Herz und meins waren eins geworden. Ich schick dich gleich vor der Tür. Ernsthaft. Das ist eine emotional wichtige Szene. Es waren denn meine Leiden verglichen mit denen, die ihr auf euch genommen habt. So, emotionale Szene ist vorbei. Hat die eigentlich den Helm? Ihr Lichtgeister, die ihr mit eurer Macht die ganze Welt erstrahlen lasst, ich bitte euch, verleiht mir die Kraft des Lichtes, auf dass ich das Böse besiegen möge. Theron, du bist der auserwählte Held. Leih auch du mir deine Kraft in diesen letzten Kampf. Ich werde versuchen, Gandalfs Bewegungen mit meinen Lichtpfeilen zu verlangsamen. Nimm ihn ins Visier und bleibe nahe an ihm, dass meine Pfeile ihn erreichen können. So, auf ihn mit Gebrüll. Oh, das war bin daneben. Ein bisschen. Oh, er verfolgt uns eher. Ah. Das war unfair. Das war Schiebung Schiri, ganz ja, klar. Auf jeden Vor allem, bis man den Punkt findet, wo man wieder aufsteigen kann.
Habe ich ihn jetzt getroffen eigentlich? Scheinbar. Zwar ein bisschen unlogisch, aber. Ach komm! Das ist ziemlich lame. Lame für ihn oder für uns? Er kann Hilfe rufen, wir nicht. Ja, nee, ich meine, wann willst du dem Kack... Was wird das jetzt? Das weiß ich nicht. Komm, jetzt schneide weg! Oh, das war wie kann man denn das verfehlen? Mensch! Prinzessin! Hallo! Die ist doch bescheuert! Ja, ich hab mich... Was jetzt? Es war noch vielleicht schlimmer! Du, lass... Nicht... Nein, nein! Nicht an, Dingsen hier, zum Schnellerlaufen, das Pferd. Meinst du, das wackelt dann mehr? Nein, aber vielleicht trifft es dann besser, wenn du eben nicht schneller laufen lässt. So, schauen wir mal. Also ich würde es jetzt nicht als besser bezeichnen. What the fuck, ey. Am besten, weiß nicht. Also die drei da drüben wissen auch nicht zurecht. Aber ich habe ihn getroffen. Scheinbar. Ich habe so... Arr. Und der, ich glaube, sein Navi ist auch ein bisschen... Navi? Entschuldigung. Mein Bruder hat mir ein Bild gezeigt gestern. Bei uns tatsächlich, ich meine, wir wohnen ja hier jetzt nicht in der städtischen Region überhaupt, aber bei uns ist so ein Google-Wagen rumgefahren für Street View. Weiß, passt total zu Zelda, aber wir waren gerade bei Navi, deswegen. Verdammt. Bisschen zu spät. Ich bin verwirrt. Vor allem Zelda hat nicht einmal getroffen, Alter. Die hat schon 3 Pfeile verballert. Von 3. Von 3. Eben, darauf wollte ich hinaus. Jetzt komm. Alter, jetzt mach! Na, ja, Gott endlich. Sei Dank. Jetzt nochmal. Ja! Na, Halleluja. Oh Gott, das hab dafür ich versagst du. Ja, das kann man jetzt so stehen lassen. Warte mal. Vielleicht kann ich mich in den Link vergreifen? Oh, ey. So, komm. Yep. Was? Jetzt, vom Feinsten. Jetzt vergreift sich sogar sein Pferd an mir. Echt mal. Der Schwanz hatte ich runtergeschlagen wahrscheinlich. Schwanz. What? Was jetzt? Willst du mich ärgern? Ja, will er. Ja, sie trifft. Komm, treff. Ja. Yes. Da kommen wir jetzt zur letzten Phase und auch den kleinen Gag, der kommt. Weil den kannte ich zu Gamecube-Zeiten, gab es den schon, den kannte ich ihn aber nicht. Haben nie ausprobiert. Das wird auch ihr kleines Debüt für mich erst sein. Du wirst richtig verkacken. Lustigerweise, den Kampf kann man innerhalb von 10 Sekunden schaffen, wenn man es richtig anstellt. Habe ich jedenfalls früher geschafft. Du? Ja. Weil du musst nur ein bestimmtes Event triggern. Du kämpfst gut, aber genug palavert. Ich habe nur einen Wunsch. Mit dieser schändlichen Klinge will ich alles Licht der Welt endgültig zum Erlöschen bringen. So. Jetzt bin ich gespannt. Die Angel. Hier, muss man auf ihn achten. So, hier. Der achtet nicht mehr auf mir. Der achtet dann voll auf die Angel. Oh mein das Gott. Das war eigentlich schon der Gag schon. So. Schön. Was es denn alles für Sachen gibt. Wolltest du nicht den in 10 Sekunden wegmachen? Ich sag, man kann, nicht, dass ich es kann, dass ich das jetzt sofort halt kann. Du hast gesagt, du konntest es. Ja, ich konnte es, aber nicht. Ja, weil im Grunde musst du, wie gesagt, nur ein bestimmtes Event triggern und wenn du das schaffst, dann ist der ganze Kampf vorbei. Dann gib alles. Jo. Warte mal.
Luxussuppe. Ja. Ist das die aus dem Eishaus? Ja. Meins. Oh lol. Noch eine Fee. Ach, deswegen. Ich habe jetzt nicht auf die Fee geachtet. Ich dachte, was macht er denn jetzt? Die Luxussuppe knallt er weg. Ja. So für den Oberendboss hält er sich aber schon ziemlich, ist er schon ziemlich blöd. Weil er gibt seinen Schwachpunkt immer preis. Naja, guck mal. Seine Hühnerbrust meine ich. Ja. Also der ist halt auch so egoistisch und zuversichtlich. Ach, kannst mir nix. Hier, ich zeig's dir, kannst du mal anfassen, aber kannst mir nix. Drei Phasen schon weggebettelt, ne? Und in der vierten so, du kannst mir nix. Das hatte ich ja vorher auch schon gedacht. Ich hab bis jetzt zwar nur verloren, aber du kannst ja nix. Chance! Was? Ich muss gerade schauen, was der Chance war. Ah. Ja, ob es nur A kurz A drücken war oder A gedrückt halten, weil beim ersten kurz Mal. Kurz A drücken. Okay, mach das so. Ne, weil der Witz war, beim Beast habe ich auch nur kurz A gedrückt, da ist er einfach mal über mir drüber getroffen. Ja, drin gebrochen, dann weißt du? Drei. Wahrscheinlich ein paar mehr, aber dann drück halt lang A. Das habe ich schon versucht. Na, jetzt ja dann, wenn es wieder kommt. Das habe ich ja gerade eben versucht, meine ich ja. Sah nicht danach aus. Ja, merke ich. Weißt du gerade, war da nicht gerade das. Nö, ich hätte es da nicht. Nein, vom Geräusch her. Was war das jetzt? Das war ein schlechter Versuch. Ja, das war auch ein schlechter Versuch von mir, aber... Okay, Abstand gewinnen. Willst du nicht her... ich wollte ja sagen, willst du nicht näher kommen, der kommt auch näher, aber halt langsam. Mach diesen Move von vorhin wieder. Mach den Move von vorhin, ich will dich wegmachen, Nicht diesen Move. Diesen anderen. Wo du schnell kommst und ich Chance habe. Weil ich will Chance haben. Ja, Chancey. Chancey. Pass auf, wenn entweder du machst es jetzt und ich pack die Angel wieder aus. Ja? Pack die Angel aus. Ja, ja. Was? Nein. Also der Gag war doch nicht so gut, wie ich dachte. Komm, mach den Mega-Move, ey. Hallo, wir wollen die Chance haben. Das war's, oder? Nein, das war's nicht. Nee, der wollte, dass du kommst. Okay, gut. Ich komm, au! Hier, Schild. Au, jetzt! Au! Voll ins Gesicht getreten. Ich will dir mit den Schild ins Gemächt treten. Kicken. Schlagen. Drücken. Ja, schlagen. Junge, wir wollen die Chance haben! Hier, nein, wir werden keine Freunde. Du überböser Wicht und Held. Ich Held, meine ich. Chance! Ich pack dir nie wieder aus. Statt 10 Sekunden brauchen wir jetzt 10 Minuten, ey. Ja, nur wollen wir diese scheiß Chance nicht mehr kriegen. Ist doch Mist. Jetzt mach. Komm, ich komm dir auch. Bin dir entgegengekommen, jetzt nicht mehr. Ich mach das Spiel gerade. Jetzt macht er das schon wieder. Komm, Zelda, jetzt knall mach doch weg. Was, du hast Licht. Knall dir doch einfach jetzt mal weg, ey. Jetzt! Ah! Was hast du gemacht? Ah! Wir warten hier 50 Jahre auf die Chance, dann kommt sie und dann drückst du nicht A! Ich hab A gedrückt! Springst weg! Du hast A gedrückt. Ja, ich hab A gedrückt. Na, das halte ich aber mal für ein Gerücht. Hier. endlich hat sich mal was getan. Auch wenn nicht für mir. Ach Gott. Oh, Dirk, jetzt mach mal, hallo, Real Play wieder. Gib Gas. Ja, das ist ja noch schlimmer als bei mir vorhin. Ach,
Der zeigt, dass du kommen sollst, dann battlest du ein paar Mal weg und dann kommt die Chance. Ach, komm hier, Angel. Nein? Nee, der mag nicht mehr. Er hat den Trick durchschaut. Er hat den Trick durchschaut. Ein Hinweis, ein Hinweis. dachte er sich so. Schau nicht der Angel hinterher. Nein, er schaut sie noch hinterher. Ach komm. Och nö, ey. Nö, ich komm dir nicht entgegen. Nö, nö. Oh, fuck. Elite-Partner. Was war das? Wäre das eine gute Werbung dafür? Chance! Was? Warum? I have no fucking idea. I have no fucking idea why. I have no fucking idea what the fuck I say. Ich merke das. Du hast keine Ahnung. Der Gegner hat auch keine Ahnung. Das Spiel hat keine Ahnung. Jetzt. Darum geht die Chance ja nicht. Jetzt knallne weg. Na Halleluja. So, jetzt. Das ist so der 360-Grad-Radius. Alle mir. Jawohl. Wie jetzt? Als ob! Als ob! Das ist doch wohl lachhaft. Ich will zur Seite springen, Link. Oh ja, ich renne noch rein, mitten in die Klinge rein. Oh ja, mitten rein. Als ob der den nicht erwischt, Alter. Weißt du, wenn es nur die Spitze ist, die so ein bisschen kitzelt, das muss... Hallo! Das ist... Das ist ja wohl völlig lachhaft, Alter. Wer programmiert denn sowas? Der Umhang ist undurchdringbar. Jetzt hat er dich weggetreten, Alter. Wie Bruce Lee. Und dann habe ich noch eingetreten. Der Umhang ist undurchdringbar. Wir werden es gleich wiedersehen. Hör mal. Du musst schon ein bisschen Gas geben jetzt. Ich hab dich nicht anvisiert, Herr. Ja. Oh, ja. War das jetzt ein Spinning-Move? Jawohl! Oh, ein Herz! Ich muss mal Abstand gewinnen hier. Pass auf, der macht gleich wieder Chancen. Nee, also macht er nicht. Kurz drauf, dann geh nochmal weiter weg. Zurück, 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 zurück. Sagt es n. Und ich laufe und ich laufe. Aber jetzt springt er hoch, macht komische Bewegung. Das ist neu. Nee, mir ist mir ein paar Woll gewaschen. Jetzt hat. Geh zurück, weg. Jetzt kommt gleich Chance, oder? Nee. Doch. Jetzt könnte es vielleicht gleich kommen. Nee, jetzt haut er nur. Ey, ist das ein elendiger. Komm, du blöd. Soll ich mal? Vielleicht habe ich mehr Glück. Nein, am Ende schaffst du es noch. Na, nicht die Chance, aber der ist... Wow. Also das Angebot steht noch, ich sag's noch einmal. Ich will aber nicht. Vielleicht sollte ich nicht. Ja, du spielst aber besser, weil ich das gesagt habe. Du hast den jetzt schon zweimal getroffen, oder dreimal.
Gib Gas, Junge! Hau ne, der was ist das denn? Der tritt dann einfach wild durch die Gegend, weil er sich sagt, scheiße, ich kann nicht gewinnen. Da! Da habe ich ein... Chance! Ja, ich hab... Ich wollte eigentlich... Ach, leck mich ab. Nein! Der tritt einfach. Das ist ein Trittbrettfahrer. Oh ja, aber was für einer. Ey, weißt du, mir reizt mit dir. Spinning Move! Schade, dass sie das nicht so gut programmiert. Chance! Du haust immer nur ab! Die hätten das so programmieren müssen, dass der Bad Beyblade einfach noch so ein bisschen umherspinnt. Wie willst du mich. Was, war jetzt nochmal Chance? Nee, ich will was probieren, ey. Ja, ich weiß, was du probieren willst. Ting, ting! Hat er gefühlt gar nichts gebracht, außer dass der Boden ein bisschen eruiert ist. Dirk, ich glaube, das ist jetzt nicht... Nochmal. Ich sag das wohlwollend, ne? Ich kann auch gleich übernehmen. Denk dran. Übernehmen. Ich übernehme gleich. Wie jetzt? Ich hab A gedrückt. Das war verdammtes A. Ich erinnere nochmal dran. Man kann für den Kampf, man kann in den 10 Sekunden beenden. Wir hängen 10 Minuten drüber. 10 Minuten. Ist das dein Ernst? 10 Minuten. Das wird doch so nix. Hey, ich hab dich jetzt auch gerade getroffen. Ich kann das. Ich kann das. Das ist für mein Ego. 10 Minuten! Ohne Scheiß! Du kriegst das doch nicht gebacken! Gut, dass du noch eine zweite Fee gefunden hast. Du wirst sie, wenn du was brauchen. Das aber wird jetzt doch war nix. Dein scheiß Move! Das wird doch nix! Ja, hast recht. Hast recht. Oh Gott! Willst du das jetzt künstlich in die Länge ziehen eigentlich? Das ist doch nicht das ist der Arm-Move! Das macht nein! Mit das kannst du... Ich hasse dich, ey. Ich hasse dich noch mehr! Du ziehst das künstlich in die Länge! So, komm. Das ist der Arm-Move! Ja, weil der A ist... Ja und? Wenn du hättest auch A gedrückt, kein Wunder, dass die Chance nicht geht! Chance verdammt! Du hast... Wo bist du? Ach, da bist du, mein Freund. Jetzt machen wir Dummes. Wir zum Beispiel zu mir laufen und mir eine Chance geben. Dann nicht mit dem A-Move. Du musst dann A drücken. Okay. Ja, mach wie du willst. Du beklagst dich eh. Du beschwerst dich ja, eh. Ja, natürlich, weil du einfach ewig für diesen Scheißkampf brauchst. Aber erstmal sagen, ja, früher habe ich den in 10 Sekunden gemacht. Nur ey, jetzt früher konnte ich dieses Spiel noch. Nur jetzt brauche ich 20. Na. Ja, doch, mir hängt schon 10 Minuten drüber. Das weiß ich. Meine Güte, ey. Nein. Nein. Ach, nein. Nein. Ey, der zum Verständnis, der schaut mich gerade so wie so M-O-N-G-O an. Und du magst auch nichts besseres, ja, Mong. Gando. Ja, genau. Was ist ein Mong? Es ist genial. Ich möchte nicht wissen, wie ich aussehe, wenn ich so einen Kampf mache. Das sieht komplett nach Controller-Vergewaltigung einfach nur aus. Ist aber... Ja, Alter, mir reicht's mit so dir 2029, einfach. Wir hängen noch drüber. Ja, wir könnten gleich eine Chance bekommen. Wir sind so ziemlich der längste Livestream überhaupt. Mit dem Endboss-Kampf. Mit dem einen und denselben Endboss-Kampf. Wir kriegen's einfach nicht gebacken.
einer kriegt's nicht gebacken. Oh. Ja. Du, hast du schon eine Fee gebraucht? Nein, die habe ich. Ich habe noch keine gebraucht. Ach so. Was willst du denn mit diesem Move? Ich weiß nicht, ob ich weinen soll oder ob ich lachen soll oder. Du sollst gar nichts machen. Schreien. Du sollst eigentlich die Klappe halten, war ursprünglich der Plan. So. Nein, nicht! Der hat mir jetzt seinen blanken Hintern gezeigt. Der. Huch. Ey, das ist jetzt nur wegen deinem blanken Hintern passiert. Ganz gut, dass ich das auf unangemessenen Content hochgestellt habe. Oh! Jetzt aber! Fangstoß! Ist ja schön! Nach 10 Jahren! Nach 10 Jahren! Das war's? War's das? Ja, das war's. Echt? Ja, der Kampf ist vorbei. Wahnsinn. Ja. Der Kampf? Ja. Der komplette, nicht nur die Phase? Nein, das war die letzte Phase. Der letzte Phase, gut. Siehst du, was will er machen? Das Schwert steckt noch in ihm, hat sich bequem gemacht. Denk nicht, dass dies das Ende sei. Denken wir aber, ist es auch. Die Geschichte von Licht und Schatten wird mit Blut geschrieben werden. Was ist? Sag schon etwas. Boah, ey, geil, ey. Oder hat dir meine Schönheit etwa die Sprache verschlagen? Die hat sich doch nur zweimal in dieses Schattenwesen verwandelt, oder? Wieso, hä? Das war ja ein Fluch, der auf ihr gelassen hat, bis jetzt zum Schluss. Ne, ich meine, es war schon vorher beim Bosskampf, wo ich das fragen wollte. Ach so,
Das meinst du, ne? Das Schattenwesen hat sie ja, glaube ich, dreimal gemacht eigentlich. Einmal bei dem Kampf, einmal dann bei der Pyramide. Also halt quasi bei dem ja, Schutzfeld. Schutzding. Ne, beim Kampf zweimal eigentlich. Ich glaube einmal, einmal bei Gandorf halt und glaube davor einmal kurz davor. Ach so. Also dreimal in dem Sinne. Und das, was mich eigentlich, ich bin ja hier nicht so der Zelda-Typ, ne? Aber wie kommt eigentlich Ganon an einen Teil des Triforce? Es gibt ja so Regeln, er hat ja das Triforce der Kraft. Link hat das Triforce des Mutes und Zelda Triforce der Weisheit. Ja, aber die sind ja beide gut. Die letzten beiden. Und er ist böse. Es gibt einfach die Regel, die sozusagen, die, wo die größte Weisheit besitzt, kriegt Triforce der Weisheit, ist sie mit dem größten Mut Link und die mit der mit den größten Kraft, Gandorf, ist es halt. Okay. Tatsächlich eine simple Erklärung. Ich hätte jetzt mit was anderem gerechnet. Achso. Kakariko war das, ne? Mhm. Hier Goron, keine Ahnung, Gerudo-Wüste. Nee. Die Gerudos sind ja hier total aufgespart worden eigentlich. Keine Ahnung, ich kenne mich hier doch nicht so aus. Das ist echt der Gerudo sind ein Wüstenvolk, das eigentlich fast ausschließlich aus Frauen besteht. Das macht sich gerade in Breath of the Wild bemerkbar, weil da gibt es Gerudo-Stadt, wo halt so ist, da dürfen keine Männer rein. Du musst dich als Frau verkleiden, wenn du rein willst. Schön. Oh, das ist hier in der Stadt, hier der Abenteuerclub. Ich weiß nicht, wie das hieß. Die Taverne war es eigentlich. Ja, aber wie hieß denn die? Weiß ich gerade auch nicht mehr. Alle feiern, sind gut drauf, sagen, ey, alles klar. Da ist eine Truhe da unten. Verdammt. Ach, Colin. Der hat jetzt auch ein Schwert und Schild. Colin, ja. Nicht Colin McRae. Der wird, ja, pass nur auf, der macht Konkurrenz. Der macht dir noch Konkurrenz. Das wohl komischste Erlebnis, das ich mit Zelda habe, hat immer mit dem Teil zu tun. Das hat mit Ocarina of Time zu tun. Und das ist in, oh Gott, ich weiß nicht, wie der Charakter heißt, in dem Fisch, wo du drin bist. Yabu Yabu. Dann eben Yabu Yabu, genau. Ich fand das irgendwie so eklig damals. Aber irgendwie auch cool. Das war so richtig verstörend einfach nur. Naja, du hilfst mir mal, ich habe einen Magen so geschwüre, ich verschluck dich mal. Knall sie alle weg. Alles, was dir in den Weg kommt, wegknallen. Was du findest, darfst du behalten. Alles, was in meinem Magen passiert, bleibt in meinem Magen. So die Grundregeln. Na, ich weiß ja nur, das ist der dritte Dungeon, Yabu Yabus Bauch. Ja, ne, ich habe jetzt nicht so viel mitgewirkt bei dem Let's Play, aber Du warst für die verstörendsten Szenen verantwortlich. Ich habe das qualitativ definitiv aufgewertet. Du warst für die verstörendsten Szenen verantwortlich. Du wolltest, dass ich mitwirke, also. Ja, auch wieder wahr. Oh. Da hast du dann doch einen Teil vom Schattenspiegel her. Mhm. Und die Suppe. Mhm. Und da sind wir in die Vergangenheit gegangen. Oder irgendwie so, oder? Ja. Also du bist in die Vergangenheit. Ach, das ist... Keine Ahnung, ich könnte mir das nicht allein geben, das Spiel. Dazu bin ich zu, ich weiß nicht, ich kann mit denen halt so wenig anfangen. Ist ja kein Problem, dafür gibt's mich, ich bin Zelda-Nerd. Du bist ein Spacko. Hey.
Tja, aber das mit Abstand Schönste, und das ist das, was ich auch schon. Oh, das habe ich gesuchtet, die Lieder zum Beispiel vor der Ocarina Ah, damals. Also schön. Musik im Spielen ist halt einfach sau wichtig und sau geil. Ja, das war hier ziemlich unwichtig, sogar lustigerweise in dem Teil. Ja. Aber Ocarina of Time, das hat echt coole Lieder gehabt. Auf der Ocarina halt. Wobei, kleiner Fun Fact zu Skyward Sword, den ersten Trailer. Da muss man die Musik rückwärts abspielen. Ja, ich weiß, da gab's irgendwas, aber was dann genau. Das war da das Main Theme vom Ocarina of Time. Musste auch erstmal drauf kommen. Ja, das finde ich mega cool gemacht. Also gut, es ist Zeit, Abschied zu nehmen. Oh, das Controller muss ich erstmal anmelden. Der Controller hat sich schon verabschiedet. Ja, am Ende müssen Licht und Schatten voneinander scheiden. Aber vergesst nicht, dass neben eurer Welt noch eine andere Wahrheit existiert. Licht und Schatten, das sind zwei Seiten derselben Medaille. Untrennbar miteinander verbunden. Dass die Göttinnen Hyrules uns den Schattenspiegel hinterließen, geschah gewiss, damit wir uns begegnen können. Davon bin ich überzeugt. Prinzessin Zelda, ihr seid ein guter Mensch. Wenn alle Bewohner Hyrules so sind wie ihr, wird dieses Land sicher eine strahlende Zukunft haben. Ich danke euch von Herzen. Und ihr habt es ja selbst gesagt, solange der Schattenspiegel existiert, ist der Weg offen zwischen unseren Welten. Theron. Man sieht sich. Oh nö. Egoisten Schweine. Ja, komm hier. Man kann ja wohl. Guck mal, ist ja nicht das erste Mal, dass wir hier irgendwie das Schicksal der Welt dingsen. Steins. Und, jetzt verlierst du eine super Freundin. Für nix. Es war ja der ihre Entscheidung noch. Nee, weil der Spiegel bei uns steht. In der Ach, normalen Welt. willst jetzt so eine Standortdiskussion draus machen? Ich kenne eine Grundsatzdiskussion. Ich finde, das war nicht in ihrer Macht gestanden zu sagen, jawohl, ich mach dicht. Ich mache Schluss mit euch. Ja. Ich sag dazu nichts. Die hackt. Vogel.
Vogel. Jesus Angel Rodriguez Cargo. Was? Ja, so heißt der Typ halt. Was? Ich glaube, noch längere Namen wären nicht mehr gegangen. Emilio Gallego Zambrano. Geht ja noch. Produkt Testing, Validation and Testing Team. Ja? Gab es da keinen, der zu erwähnen war? Anscheinend nicht. Geil. Die kennt halt alle keine Sau, ne? Ich weiß, wer der Typ ist. Soll wieder seine Schafe vorantreiben. Ich weiß es ganz genau. Ich weiß es ganz genau. Ja. Yeah. Der hat mich nämlich auch schon mal gefragt. Nein. Er will, dass ich seine Schäfchen ins Trockene bringe. Aber ich will nicht. Nein. Ich hau ab. Deswegen. Aber ich will nicht, denn ich reite. Einfach aus dem Bild. Der kann mich niemals mehr finden. Oh Gott. Geil. Wir lassen das mal so durchlaufen, ha? Okay. Und machen kurz Pause. Nur fürs Protokoll, er hasst mich. Ja, das stimmt. Also, das war Let's Play Legend of Zelda Twilight Princess. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es Spaß gemacht. Ihm hat es keinen Spaß gemacht.
War Bombe, ganz klar. Bombe.